Moin, moin, Freunde des Eisensports. Es geht wieder weiter mit dem Muskelkater des Todes in meinen Beinen, Brust, Schultern, überall eigentlich, was ich vorgestern trainiert habe. Also 3 Wochen Pause waren doch sehr lang und boah, der Muskelkater ist so heftig, das hatte ich schon ewig nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz geht's heute mit Kreuzheben weiter und ein bisschen Überkopfkram, ein bisschen was für die Stabilität im Rumpf, also Planks und so ein Kram. Ich werde das alles Stück für Stück heute mal so just for fun vor mich hinplänkeln und dann mal gucken, was bei rumkommt. Und dann der Mittwoch wird ja, oder die zweite TE in der Woche wird ja dann so quasi mein Spezialisierungstag, wo ich so ein paar Sachen mit aufarbeite. Unter anderem halt so Core-Stabilität, ein paar Strongman-Sachen hier und da. Deswegen heute auch Fat Grips, erstmal ein bisschen steifbeiniges Ziehen mit den Dingern für den Griff. Später noch klassisches Kreuzheben und mit Reverse-Bändern und alles andere sieht er ja dann. Jetzt geht's erstmal los. So, dann, jetzt habe ich schon mal ein bisschen steifbeiniges mit Wuhu, 70 Kilo gemacht, aber halt mit den Fat Grips ging ja dabei auch nicht so sehr um die Belastung auf den Rücken. In dem Fall jetzt hauptsächlich für den Griff. Ich habe das jetzt nur steifbeinig gemacht, weil ja, einfach um das auch mal ein bisschen hinten, Bein, Bizeps und so weiter, auch zum Auflockern mit dem bösen Muskelkater. Jetzt geht es weiter mit klassisch Kreuzheben, dann mit Reverse-Bändern. Da werde ich übrigens auch bei den Reverse-Bändern ganz neue Sachen ausprobieren. Ich habe jetzt diese schönen Achterzughilfen, die werde ich heute dann zum ersten Mal testen. Zusammen natürlich auch nochmal mit dem neuen Strength Shop Gürtel, 13 mm mit der Riot Lever. Bin mal gespannt, wie sich die Dinger dann wirklich machen. Wir sehen es gleich. So, habt ihr ja gerade was Neues gesehen. Nämlich, ich versuche jetzt so ein bisschen Ausdauer, Kraftausdauer gerade übers Kreuz hinzukriegen. Ist ja eine relativ wichtige Übung, gerade auch Richtung Strongman, starker Rücken. Gut Ausdauer, Kreuzheben kommt eh generell häufiger dran. Und die jüngsten Ereignisse, so vor ein paar Wochen, haben mir gezeigt, da ist noch Nachholbedarf. Gut, 175 Kilo sind jetzt noch nicht so schwer. Aber ich habe jetzt 15 Wiederholungen damit innerhalb von 2 Minuten gemacht. Und ich sag mal so, fürs Herz-Kreislauf-System war es auf jeden Fall ganz nett. Jetzt gibt es noch das mit den Reverse-Bändern, die sind jetzt schon dran. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Da sieht man sie.
195 Kilo, nochmal 3x5 mit den Reverse-Bändern, wie gesagt, ähnlich wie bei der Beuge unten, sage ich mal, vielleicht 15 Kilo, die sie mitziehen. Und ich glaube, ab Knie, grob, wie gesagt, lassen sie komplett nach. Also schön für den Lockout. Auch eine schöne Übung, sollte man mal probieren. Ich mache das jetzt mal. So, Freunde, ihr habt es ja gerade gesehen mit Reverse-Bändern. Ich habe diese nicen Dinger mal ausprobiert. Hammer, echt Hammer. Die nehmen fast, also man braucht eigentlich nicht mal wirklich was halten. Die Dinger nehmen so viel vom, also unterstützt den Griffkraft so stark. Also fürs Training vielleicht nicht unbedingt geeignet, aber zum Dauereinsatz also zumindest nicht. Aber für Maximalkraftversuche oder im Strongman-Bereich, wenn man im Wettkampf ist, absolut top. Also ganz ehrlich, auch übelst dickes Material, mega massiv, stabil, Hammer. Also Daumen hoch. So, Kreuzheben ist erledigt. Für das Overhead Press habe ich mich schon ein bisschen aufgewärmt. Ihr seht da hinten so eine ganz lustige Hantel. Ich gehe mal schön heran mit ganz vielen Fünferscheiben. Das sind jetzt 70 Kilo. Das ist leider so. Das Problem mit meiner Deckenhöhe hier, wenn ich größere Scheiben drauf mache, haue ich oben gegen die Decke. Und deswegen habe ich jetzt ganz viele kleine Scheiben besorgt, damit ich hier unten bei mir im Keller auch Overhead Press trainieren kann. Und wie gesagt, jetzt heute erstmal so ein bisschen zum Einstieg. Habe noch tierische Muskeln, gerade an den Schultern, Trizeps und so weiter von vorgestern. Aber ich werde jetzt ein bisschen mit den 70 Kilo hier machen. Und dann geht es noch ein bisschen mit anderen kleinen Kram weiter. Jetzt erstmal hier. So, kleines Schlusswort. Also ich habe jetzt heute gemacht Kreuzheben. Ja, steifbeinig mit 70 Kilo mit den Fettgrips 2x5. Dann die 175 3x5 innerhalb von 2 Minuten. Und mit Reverse-Bändern 195 Kilo auch 3x5, allerdings mit ein bisschen mehr Pause. Und den Achterschlaufen vom Strength Shop. Wenn man es nochmal, Top-Produkt. Ich sage dann Overhead Press. 3x, ich glaube 3x5, ja, 70 strikt, 3x5 mit 70 Push Press. Ich habe auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Defizit in der Core Stabilität. Habe ich da auch wieder gemerkt. Es ist nicht viel Gewicht, vom Drücken kein Problem und vom Ausstoßen, aber der Rumpf, der Rumpf, der Rumpf, der Rumpf. Also da muss noch viel Arbeit gemacht werden. Dann habe ich noch 60 Sekunden Planks gemacht. Eieieiei. Auch da habe ich wieder deutlich gemerkt, der Rumpf, der Rumpf, der Rumpf. Ja, dann noch ein bisschen Latziehen locker hinten raus. Ja, das ist jetzt nicht so gravierend. Aber so in dem Bereich wird sich das nächste, also dieser Tag jetzt mal so abspielen. Wie gesagt, es werden ein paar Griffkraftsachen dazukommen. Und je mehr Strongman-Equipment ich habe, natürlich dementsprechend die Übungen. Und ja, habt ihr jetzt alles erstmal soweit gesehen, was relevant ist. Dann geht es Freitag weiter mit dem gleichen wie vorgestern. Das wird wieder einen schönen Muskelkater geben, glaube ich. Ich wünsche euch erstmal weiterhin viel Spaß beim Sport. Wir sehen uns dann im nächsten Video.